Der Johns Hopkins University zufolge ist in den Vereinigten Staaten die Zahl der Coronavirus-Ansteckungsfälle auf mehr als 2,5 Millionen gestiegen. Gestorben sind in dem Land rund 125.000 Menschen an der Atemwegserkrankung. Beides sind weltweit die Höchstwerte. Im Bundesstaat Florida wurden zuletzt rund 1.000 Neuansteckungen weniger als am Samstag vermeldet, als eine neue Rekordzahl von fast 9.600 verbucht worden war. In Indien haben sich mittlerweile 529.000 Menschen angesteckt. Zuletzt kamen den Behörden zufolge 19.900 hinzu. Premierminister Narendra Modi sagte, die Zahlen seien bislang aber deutlich hinter dem befürchteten Ausmaß zurückgeblieben und erläuterte, die Sterberate pro einer Million Menschen sei in Indien deutlich geringer als etwa in den Vereinigten Staaten, Spanien oder Italien.